Also hier sind wir an der offenchirurgischen Station, wo die Physician Assistant lernen, an einem Organmodell, an einem Hautmodell die ersten Nähte zu setzen. Dafür ist wichtig, dass sie mit dem Nadelhalter, der Schere und dem Messer vertraut gemacht werden und sozusagen erlernen, wie man einen Hautschnitt setzt und dann diesen Hautschnitt, der einen Defekt darstellt, wieder repariert. Dafür hat der Oberarzt Wurzig entsprechende Modelle vorbereitet. Und es wird gerade gezeigt, wie man die entstandenen Defekte, also die Haut, den Hautdefekt miteinander vernäht in entsprechender Nahttechnik. Ja, so, möglichst so, wie sie stechen wollen. Sie greifen die Nadel so, wie sie stechen möchten. Sie wollen hier von rechts nach links stechen. Und los geht's. Wo ist der Faden? Da ist er. Jetzt greifen Sie mit links gegen. Ja. Ist gar nicht so einfach, ne? Okay. Wichtig bei dem Ganzen ist ja, dass wir uns beim minimalinvasiven Operieren in einem dreidimensionalen Raum befinden, den wir aber dargestellt nur zweidimensional über einen Fernseher, sprich einen Monitor sehen. Das Große oder das Schwierige zu Erlernende, das ist, dass man sozusagen zweidimensional schaut, aber dreidimensional arbeitet. Diesmal an der Nadel, ne? Genau. Weil Ihre Kollegin will ja auch noch mal. Gut, aber